Welcome, welcome, meine Freunde, zum Splash Vlog Edition de Portugal. Obrigado. Receba. Meine Frau und ich sind gerade im Morgado Golf Club Hotel in Südportugal. Ich zeige euch mal die Aussicht, die wir hier genießen. Hinter uns ist ein Golfplatz tatsächlich. Man sieht den ein oder anderen Hole in One beim Chillen. Ja. Wir machen uns jetzt gleich auf den Weg in Richtung Lissabon. Da waren wir kurz vor 2 Tagen, als wir in Porto gelandet sind. Auf dem Weg in den Süden haben wir uns dann Tickets im Stadion direkt geholt. Wir machen uns jetzt auf den Weg, wird eine 2,5 Stunden Fahrt bis dahin. Also, let's go! Lissabon! Obrigado, Schül! Da sind wir! Neben dem Stadion ist eine Mall sehr praktisch, denn das bietet unnormal viele Parkplätze. Wir sind hier 2 Stunden vor Anpfiff angekommen, ganz easy Parkplatz gefunden. Auch der Weg ins Stadion war nicht mal so geisteskrank voll oder so, ne? Ging voll klar. Wir checken uns jetzt noch ein Trikot ab. Wird mit Sicherheit das Rote, aber das Orangene finde ich auch, hat schon auch seinen Swag, ne? Englisch. Hier haben wir das Trikot, was wir uns nehmen. Ich hatte mir überlegt, eine Beflockung drauf zu machen, aber am cleansten ist es doch ganz leer. Und außerdem, ich muss sagen, das ist ein bisschen Minus. Ja, riesig große Biermarke hinten drauf. Da brauchst du gar keinen Namen drunter mehr zu klatschen, Digga. Das hat alles schon weggenommen. Hoffentlich haben die fette Bag dafür bekommen, weil es ist schon eher ein Abturner. So eine Biermarke, als ob dein Nachname wäre. Okay. Zeigen wir nochmal die andere Seite. Beflockung ist Chocosel drauf, muss man sagen. Adidas auch immer clean. Wir haben heute Nike-Socken an. Das passt zwar leider nicht, aber wir müssen heute da durch. Wifey und ich sind jetzt bei Taco Bell in Lissabon angekommen. Natürlich nehmen wir uns da ein Menü. Als ich in den USA war, waren Burritos und Quesadillas der Shit. Yes, hau rein. Was willst du, ja? Ich nehme eins davon, ja. Mit? Spicy Chicken. Fries oder, komm, wir sind bei Dings. Give me the nachos with cheese. And then we want to drink. Ich nehme Pepsi. Okay, was nehme ich? Hast du einen Chicken Burrito? Kann man probieren, ja. Inshallah, we need to take the crispy chicken. Yes, sir. Dann nimm du mal die Fries. Die Mexico Fries. Und ein Lemon Iced Tea. Kann man noch nichts falsch machen. All in all ist ein Total of 15 Euro. Wollen wir noch gucken, ob wir noch was anderes nehmen wollen? Einmal sowas Einzelnes noch. Hier. Taco Menicos. Steaker Carne. Wir nehmen den hier, oder? Was denn? Warum hast du es genommen? Warum nicht? Das ist 1 Euro. Kann man mal probieren. So sieht das dann aus. Hier haben wir Quesadilla, der Cheesy Snack, Cheese Dip, Nachos, Mexico Fries, am Ende Burrito, Limon, Pepsi und die schönste Frau der Welt. Mashallah, einfach die Hübsche. Wallah. Und eine Sache haben wir vergessen. Heute ist nämlich ein wichtiger Tag. Heute ist Dienstag. Was ist Dienstag? Taco Tuesday! Wir sind jetzt raus bei Taco Bell. Ich hatte Quesadillas, Spicy Quesadillas. Fand die schon ganz lecker. Wenn ich jetzt von 1 bis 10 was sagen müsste, würde ich so sagen 6,5, weil ich kenne die aus den USA und da hatte ich gefühlt andere gegessen, die noch einen Zacken leckerer waren. Dieser kleine 1 Euro Cheesy Snack, eigentlich auch wie Quesadillas gefühlt, das fand ich sehr lecker, ehrlich gesagt. Für 1 Euro, nice Snack zum Mitnehmen so. War aber auch Chili con Carne drin. Also würde ich dem eine 7,5 von 10 geben. Die Nachos haben nach nichts geschmeckt, muss man sagen. Wenn jemand in Berlin sich Nachos aus der Tüte holt, gefühlt haben die mehr Geschmack. Deshalb 2 von 10, I don't know. Und last but not least, wie war dein Burrito, Wifey? Mein Burrito war lecker. Ich würde dem eine 7,5 von 10 geben. Nee, okay, sorry. Ich gebe ihm eine 8 von 10. Besser als den von KFC, den Burrito? Ja, okay. Nice, nice, nice. Die Pommes, die waren extrem gewürzt. Das ist mal was anderes, aber ja. Okay. 6 von 10 waren okay. Mashallah. Mach nochmal. Bin sehr gespannt, wie das dann von innen aussieht. Ob die Bres wissen, wie man Stimmung macht. Jetzt laufen wir nochmal durch den Tunnel. Da haben die Jungs nice Sachen an die Wand gesprayt.
So, hier haben wir nochmal den waschechten Beweis. Albaner sind überall. Für uns geht es jetzt in die dritte Etage. Bisschen Sport ist immer wichtig. Okay. Ich glaube, unser Block ist 29. Noch eine gute Viertelstunde bis Start. Wir waren gerade am Shop. Extrem. Choc-Güzel, niedrige Preise. Zwei Getränke 0,5. Was sagst du im Stadion? Sehr schön. Was sagst du? Der Preis, nicht sehr schön. Ach so, ich habe verstanden, wie findest du das Stadion? Nee. Was sagst du? Zwei Stück. Für beides zusammen 8 Euro? Fast. Nur 5. What? Echt? Ja, Mann. So Pommes und so 2 Euro. Popcorn 2 Euro. Wow. Richtig gut, Alter. Ja. Überleg mal, so ein Hakiki-Döner kostet 6 Euro. Naja, wo man sogar sagt, okay. Ja, ist sogar okay, 6 Euro für einen Döner im Stadion. Da fliegt er, der kleine Wellensittich. Und er dreht seine letzte Runde der Bre. Wow. Einfach, du hast sein Gesicht gesehen, wie glücklich er war. Aufstellung der beiden Teams zu Hause Benfica Lissabon gegen Bacos de Ferreira. Ich sage ehrlich, bis gerade eben habe ich wieder vergessen, gegen wen die überhaupt spielen. Ich will nicht so tun, als ob ich wusste. Aber wo ist Weigeland in der Köln? Er ist nicht mal auf der Bank. Bruder, get to Frankfurt, fest. Ihr hört die Ultras. Ich habe extra noch mal gefragt, wo die heute sitzen. Schauen wir mal, ob die da ordentlich Stimmung heute machen, ob das der Ostkurve nachkommt. Natürlich die Roten, Benfica. Also die spielen zu Hause, alle sind in Rot gekleidet. Man hätte schon jetzt logisch denken können, aber man kann auch unlogisch denken. Anstoß in Benfica! Hoffentlich sehen wir ein torreiches Spiel hier. Die Sicht ist schon nice. Das Stadion, wie ihr sehen könnt, nicht komplett ausverkauft, aber schon sehr gut verkauft. Wenn man überlegt, dass hier der Dritte gegen den 17. spielt. Oh. Stehen gut. Wir haben gerade mal eine Minute. Boah. Irgendwie geklärt. Knappe 12 Minuten sind rum. Stimmung ist sehr geil. Ist übertrieben lustig, wie die reagieren, wenn faul gegengepfiffen wird, für die gepfiffen wird. Ganze Stadion geht komplett ab. Man sieht auch keinen einzigen vom gegnerischen Team gefühlt. Jetzt gibt es mal eine Kontermöglichkeit. Oh! Sauknapp! So, Neres, stark gemacht. Jetzt eine Kontermöglichkeit. So, da gibt es die erste gelbe Karte in der 13. Minute. War auch ein klarer Konter. Hatte der Schiri ein bisschen Druck, weil die so ausrastet sind im Stadion. Der gehört den Fans. So, da ist jetzt Platz. Neres. Stark. Wow! Was? Oh, das muss das 1-0 sein. Goddamn. Ähnliche Situation mit Kanga gegen Frankfurt gehabt. Ich fühle euch. Ihr hört das Vibe-Konzert. Der Mann ist nicht weit genug vom Freistoßelfer. Gute Position. Neres bringt den Reiz. Bisschen viel Power. Hey! Warum springt er nicht mal? Neres. 1v1. Boah! Da ist der Bre ganz schön geflogen.
eine gute Freistoßposition für die Hausherren. Neres und João Mário am Freistoß, aber den führen sie schnell aus, keine Flanke. Probieren die aus dem Spiel heraus einen Angriff hinzukriegen. Wenn ich mich nicht irre, gab es keinen Schuss aufs Tor bisher. Wow! Wow! Capitano! Was? Nein! Kein Tor! Abseits! Da haben sie aber lange gewartet! Und die Bengalos sind für nichts gegangen, leider. Wenigstens wissen wir, wie sich das ungefähr anhört. Ey, Digga, die freuen sich noch! Schaut euch die Ultras an, die haben das, glaube ich, nicht ganz gecheckt. Aber das sollte jetzt ein bisschen Schwung in die Partie reinbringen. Denn das war sehr gut gespielt. Nächster Freistoß. Wohl nur eine Frage der Zeit. Bis dann der echte 1-0 Treffergott. Otamendi hat sich kurz gefreut. Der hätte sein erstes Saisontor geschossen, der Arme. Auf Neres. Der wird immer kafferlich. Wie man sieht. Nein, 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 kein Foul. Hey! Mal ein Eckball für die Gäste, bei denen ging nicht so viel bisher, muss man sagen. Noch keine echte Torschance, Digges. Aber weiß man, bei Standards geht gefühlt immer alles. Nein. Benfica macht das ganze Spiel, aber Bacos, De Ferreira oder so wie die heißen, Digga. Ich weiß mal deren Namen haben wir da gehört und die schießen ein Tor. Wahnsinn. Den Treffer war leider nicht drauf, das war Neres! Aber es war nicht sein Tor, es war nicht Otamendi. Nee, es war Neres. Der ist dieses Jahr von Ajax Amsterdam gekommen. Der Bre ist immer stoned. Ich mein's ernst, er ist immer stoned. Und Benfica, Portugal, entkriminalisiert. Weißt du Bescheid, warum der Mann hier ist? João Mário. Wir sind jetzt kurz vor der Halbzeit. Der Torwart dachte kurz, er macht einen Wrestling-Move, boxt komplett den Außenverteidiger von Benfica weg. Es gibt tatsächlich Elfmeter. João Mário am Elfmeterpunkt. Stolze 29 Jahre alt. Bringt er die Adler vor der Halbzeit in Führung. Und wir haben ein Spielverlauf. Mario! 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 Keine Ahnung, was sagen. Benfica haben wir da eben. So, gute Halbzeit. Drei Tore gesehen. Einer abgepfiffen. Ein Elfmeter. Wir hatten alles. Wir haben ein geiles Spiel. Wir freuen uns auf die zweite Halbzeit. Let's go. Gibt auch nochmal Liebe für die Bres, wenn die aus der Halbzeitpause wieder rauskommen. Stark. Freistoßposition. João Mário und Neres am Ball. Gerade eben hatten wir eigentlich schon den 3-1-Treffer. Wieder abseits, wieder zurückgepfiffen. Den bringt Neres. Boah. Kurz, oh! Ah, damn! Stark! Derjenige,
gefällt mir besonders gut, muss ich sagen. Super jung, Morato. Macht ein starkes Spiel am Ball, auch unnormal. Die Technik. Also man sieht dem wirklich diesen Touch an. Teilweise ein paar Annahmen gemacht. Crazy für einen Innenverteidiger. Oh, ihr hört's? Ich hab die Kamera ausgemacht. 3-1. Wahnsinnig gut gespielt. Gonzalo Ramos. 21-Jährige macht den wahrscheinlichen Siegtreffer. Minute aus dem Nichts der Anschlusstreffer für Pacos de Ferreira. Benfica hatte schon 30 Chancen, um das Ding komplett zuzumachen. Haben sie nicht hinbekommen, ein Konter und so schlecht ist dann 3-2. Schauen wir mal, ob das der letzte Spielstand sein wird. Theoretisch noch die Chance für ein Unentschieden für die Gäste, aber so selten wie die vorne waren, schwierig. Dafür waren sie aber sehr effizient. Der Zeitpunkt ist gekommen. Die Kamera wird jetzt ausgereizt. Bis zum Ende nochmal eine Ecke Grimaldo. Ja, der geht durch. So, und da ist jetzt Zeit. Wuppa. Der geht natürlich aus Versehen ins Tor. We made it back home. Nochmal kurz Fazit zum Spiel. War ein sehr nice Spiel. 3-2 am Ende ausgegangen. Natürlich hätte Benfica eigentlich tatsächlich viel höher gewinnen können. Aber nach dem 3-2 am Ende wurde es dann nochmal ein bisschen wackeliger, ne? Trotzdem insgesamt Top-Stimmung, geiles Stadion. Hat sich absolut gelohnt. Auch wenn wir 6 Stunden Fahrt dafür auf uns genommen haben. Viele Tore gesehen. Anders als bei Hertha. Da sieht man nicht so viele Tore. Aber man sucht sich ja auch nicht seinen Verein aus, ne? Alright. Wir cutten für heute, das war sehr nice. Ich hoffe, euch gefällt das Ding. Kuss geht raus. Und bis zum nächsten Splash-Vlog. Gute Nacht.